So Leute, ich habe es gefunden. Nach langer Zeit. Und ich habe echt gedacht, es würde vielleicht ganz normal als normal wildes Pokémon irgendwie hier rumfliegen, laufen, was auch immer es kann. Aber das tut es eben nicht. Hier eben direkt das Terra-Kristallisierte. Und Wasser auch noch, wie fies. So. Okay, ich glaube, ich würde direkt mit einem Ball anfangen. Geht ja gar nicht. Es geht ja nicht. Moment. Da müssten wir gucken, was haben wir denn? Ist alles gleich, das ist eigentlich egal. Wir könnten mit Knuddler reinhauen. Wir könnten aber halt auch einfach mit Standpauke reinhauen. Versuchen es einfach mal. Wenn sowieso alles gleich ist, dann macht es eh keinen Unterschied. Das Wasser ist natürlich jetzt schon ein bisschen fies jetzt. Ist aber jetzt eben gerade auch irgendwie sehr, sehr schnell Abend geworden hier in dem Spiel. War es nicht eben noch hell? Ich meine schon, oder? Bisschen wurde abgesaugt von der Energie. Aber egal. Überreste regeln das Ganze auch. Dann müssen wir noch ein bisschen anschwächen, dass die Terra-Kristallisierung weggeht. Und dann haben wir's. Sehr gut. So, welchen Ball nehmen wir denn dafür? Netzball passt eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß auch noch nicht ganz, in welchem Ball ich das überhaupt dann auch fangen will. Eigentlich ein Finsterball würde eigentlich ganz gut passen, oder? Probieren es einfach. Bleibt ja drin. Natürlich nicht! Warum auch? Aber wir können es nochmal probieren. Versuchen wir es nochmal mit einem Fensterball. Yes! Morcha wurde gefangen. Morcha. Hatte ich gesagt Matcha? Matcha ist klar, ne? Aber es ist, naja. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was ich gesagt habe. Das will ich, habe ich aber vergessen. Ich wollte den Pokédex-Eintrag gerne lesen. Da war ich ein bisschen zu schnell. Da haben wir es. Details. Es soll entstanden sein, als ein Teemeister starb, bevor er sein Handwerk perfektioniert hatte und sein Kram von einer Tasse Matcha Besitz ergriff. Das ist, war ein richtig cooles Kurzvideo zu Matcha. Das hat mir echt richtig gut gefallen. Noctu ist jetzt auch hier. Das müssten wir auch definitiv fangen. Utut ist aber, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber wo sollen die hier sein? Arbok? Haben wir. Aber auch irgendwie nicht in der Luft oder so. Ich habe übrigens jetzt ein richtig, richtig, richtig gutes Angebot geschossen, finde ich. Ich bin momentan auf der Suche nach sämtlichen älteren Pokémon-Spielen vom Nintendo DS und 3DS. Und mir fehlte noch Schwarz und Weiß und Schwarz und Weiß 2. Schwarz und Weiß habe ich jetzt bekommen von einem wirklich wundervollen Sammler, der wirklich mit so viel Liebe seine Spiele hegt und pflegt, und habe mir diese zwei Spiele dann einfach mal gegönnt. Und ich freue mich schon, wenn die eintreffen und ich diese Generation aufholen kann. Ich weiß, dass es ja im Gespräch ist, dass Schwarz und Weiß ein Remake bekommen sollen für die Switch. Ich gehe mal aktuell nicht davon aus, dass es wirklich dann in Kraft tritt.
Pokémon Day 2024, 27. Februar. Aber weiß nicht. Was die Pokémon Company aktuell so macht, gefällt mir tatsächlich nicht so gut, weil das nächste DLC von Karmesin und Purpur ist weiterhin technisch und auch so an sich wohl nicht so pralle. So hat man jetzt schon die ersten Eindrücke gelesen. Es wurden verschiedene Redaktionen eingeladen. Pisa-Fans waren, glaube ich, dabei, N-Tower waren dabei. Die haben das Spiel in London, glaube ich, bereits schon angezockt und konnten sich einen Eindruck verschaffen über das DLC. Von der Story her soll es doch einiges mehr zu bieten haben und es soll auch länger gehen. Aber vom Gameplay her eher mäßig, sagen wir es so. Da bin ich sehr gespannt. Ich bilde mir dabei immer gerne meine eigene Meinung, aber natürlich dämpft einen das schon mal so ein bisschen. Wir können es ja jetzt nochmal probieren. Ob es jetzt heute geht? Nein, natürlich geht es nicht. Weil wir brauchen ja auch immer noch den dritten Hinweis. Oh. Oh! Sehe ich fast über das deine Weberack drüber gelaufen. Das mal ein Flammenwerfer weg. Was ist hier mit diesem Evoli? Warum schildert das so golden? Ist das ein terrakristallisiertes oder? Man weiß es nicht. Du hast einen massiven Auflauf von Evoli entdeckt wahrscheinlich, ne? Ja. Weil wir die ja eigentlich auch nicht brauchen. Dann lasst uns den dritten Hinweis suchen. Muss ja auch irgendwo sein. In dem Dörfchen. Und wir hatten ja immer noch dieses eine bestimmte Pokémon. Volbeat hatten wir gesucht. Weil ich mir immer noch nicht sicher bin, ob es hier vielleicht damit zusammenhängt. Boninu. Wir haben ja, prinzipiell haben wir trotzdem immer noch alles abgesucht. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Wo das tatsächlich dann sein soll. Midoriya ist so grell, dass ich hier schon gar keine Beleuchtung mehr brauche. Ba, 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 ba. So, ich gehe jetzt die Gatten nochmal durch. Und wenn es jetzt wirklich wieder nicht finden sollte, dann würde ich tatsächlich sagen, suchen wir woanders. Hinterm Haus, also der Opa oder Oma ist auch nicht da. Hypertrank. Pfad des Tanzes. Sonst lasst uns wirklich Vollbeat suchen. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht sogar mehr Glück haben. Ich gehe gerade mal ins Pokédex. So. Bin mir aber sicher, wir hatten das schon irgendwo gesehen. Ich gucke jetzt den Pokédex schon zum 12. Mal nach, ich weiß. Ich bin mir sicher. Bin mir so sicher. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen im Augenwinkel, aber dann war es irgendwie weg.
Auch hier wieder ein Evoli-Massenausbruch. Sonst würde ich vorschlagen, laufen wir einfach mal vielleicht hier in den Immerwald. Einfach nach oben. Es wäre jetzt so die Möglichkeit, die wir vielleicht einfach noch haben. Kommen wir aber zurück zu den Pokémon Remakes. Pokémon Schwarz und Pokémon Weiß. Das wäre zumindest mein großer Traum. Ich habe sie zwar jetzt ja gekauft und dürften jetzt auch bald hoffentlich schnell geliefert werden, aber trotzdem diese Generation dann nochmal aufgehübscht zu erleben, wäre nochmal für mich was ganz Besonderes. Das ist wirklich so die einzige Generation, die ich glaube ich so überhaupt gar nicht gespielt habe. Ich habe diese Spiele schon gehabt, Pokémon Schwarz, glaube ich, oder nee, Weiß habe ich geholt. Habe es dann angezockt und habe es dann aber auch wieder beiseite gelegt. Weil, weiß ich nicht, ich glaube, da waren andere Spiele gerade dann doch interessanter geworden. Ich glaube, ich habe dann wieder aktiver World of Warcraft gespielt oder irgendwie was anderes. Müsste, ich weiß es gar nicht. Wann kam Pokémon Schwarz und Weiß raus? Bin ich gerade echt überfragt. Generell ist es aktuell wieder so ein bisschen so, dass ich gerade gar nicht weiß, was ich zocken soll. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe momentan wieder große Begeisterung für World of Warcraft, weil man da halt auch wieder ganz andere Ankündigungen bekommen hat mittlerweile. Und es ist schon eine sehr, sehr interessante Zeit, was so Gaming und so weiter angeht. Das tatsächlich. So, und jetzt lasst uns hier mal bitte Vollbeat suchen. Man soll zwei Pokémon zeigen, die schwer verliebt sind. Und das können, das kann eigentlich, können nur diese Pokémon sein. Ich wüsste sonst nicht, was es sonst sein soll. Pikachu. Geh mal von Koraidon runter, das ist mir glaube ich ein bisschen lieber. Mimikma, Weberak. Gibt's ja gar nicht. Ba, 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 ba. Da haben wir Plex. Doch, das war hier. Ich bin da echt jetzt gerade guter Dinge. Pachirisu. Du mittlerweile auch. Ja gar nicht. Wo kann es sein? Narrenbeere? War ich in der Höhle schon drin? Ja, hier war ich schon. Dich habe ich aber noch nicht. Ich wollte gerade sagen. Ba, 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 ba. Loderlied oder wird vielleicht wird's auch ein bisschen zu stark. Oh nein, es geht. Geht. Komm, das können wir gut fangen. Schon. Bin mit der Beleuchtung hier noch nicht so ganz zufrieden. Pokémon. Pokébälle. Komm, bleib drin direkt. Weiß jemand eigentlich von euch, wie das jetzt hiermit ist mit Pokémon Bank? Ob es wirklich jetzt, wird es tatsächlich im April 24 abgeschaltet? Kann man dann keine Pokémon mehr vom 3DS auf die Switch bzw. Home übertragen? Oder geht das weiterhin? Das erschließt sich mir nicht so ganz, wenn ich online lese. Das wäre mal sehr interessant zu wissen, weil dann hätte ich noch einiges zu tun. Was ist das?
Also tatsächlich, hey! Dich habe ich aber auch noch nicht gesehen hier. Paragoni. Das müssen wir auf jeden Fall ein bisschen schwächen. Jo. Sehr effektiv. Noch ein Finsterball. Sehr gut. Also das werde ich definitiv ausprobieren. In dem neuen Game werde ich nur versuchen, Pokebälle zu benutzen. Das hätte ich auch gerne schon in Karmesin gemacht. Nur rein alles mit Pokebällen zu fangen, außer halt so ganz, ganz besondere Pokémon oder Pokémon, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, wie Mampfaxu zum Beispiel. Oder Shigi oder sowas, aber sonst hätte ich gerne wirklich alles in Pokebällen gefangen. Erhöht auch nochmal den Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, Vollbeat hier zu suchen ist relativ sinnlos. Was ist denn da hinten drin? Terra-kristallisiertes. Oh. Was ist denn hier los? Ui. Okay. Die sind sehr... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen. Okay. Aber hier ist es definitiv nicht, was ich suche. Tja, dann reisen wir weiter. Beginnt wieder der Tag, aber trotzdem keine Spur von den Pokémon, die ich brauche. Es ist echt verdammt mühselig. Auch mit der, also ich gehe mal da stark davon aus, dass es irgendwie doch zusammenhängen wird. Mit dem dritten Hinweis, weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich weiter suchen soll. Schon wie in der letzten Folge nicht und davor gefühlt auch schon nicht. Bin hier echt so ein bisschen am Verzweifeln. Ja, komm. Okay, dann spring hoch. Irgendwo werden wir wohl Vollbeat finden. Die Frage ist nur, wo und ob es dann eben die Lösung dafür ist. Der dritte Hinweis in Midoriya. Wahnsinn.